Die Landeshauptstadt Düsseldorf verfügt über das größte zusammenhängende Gasleuchtennetz Europas. Rund 15.000 Gasleuchten. Ratsherr Rainer Mattheisen von der FDP kämpft mit einer Unterschriftenaktion für den Erhalt dieser Gasleuchten. Gleich ist er bei uns. 15.000 Gasleuchten in Düsseldorf, das ist eine Menge. Wo stehen die denn überhaupt überall? Das ist das Großartige und das Einzigartige. Die Gasleuchten sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Von Lohhausen über Oberbilk bis hin nach Benrath, von Gerresheim bis nach Niederkassel. Überall stehen die Gasleuchten. Und beispielsweise in den USA gibt es in San Diego ein Gas Lamp Quarter. Das ist dort sehr bekannt. Wenn man das abreißen würde, da würden die Amerikaner auf die Barrikaden gehen. Das würden die nicht akzeptieren. Und da geht es um wenige hundert Leuchten und wir haben hier wirklich 15.000 Leuchten, die das Stadtbild und das Ambiente hier in unserer Stadt prägen. Warum ist der FDP der Erhalt so wichtig? Es ist zum einen eine Frage, dass wir hier in Düsseldorf etwas Einzigartiges erhalten wollen. Wir haben in Düsseldorf keinen Eiffelturm, wir haben keinen Kölner Dom. Wir haben auch kein Cable Car wie in San Francisco, aber wir haben diese weltweit einmalige Gasbeleuchtung und das ist uns wichtig, die zu erhalten. Wie ist denn der aktuelle Stand? Abriss oder nicht? Wir haben jetzt erstmals die Situation, dass wir innerhalb der Ampelkooperation vereinbart haben, einen Erhaltungsplan zu machen. Es geht nicht mehr um Abriss. Also wie viel soll abgerissen werden, sondern wie viel sollen dauerhaft erhalten bleiben. Und darüber diskutieren wir gerade mit den Ampelpartnern, aber auch mit der Verwaltung. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir zu einer guten Lösung kommen. Die Düsseldorfer haben gezeigt, dass sie die Gasbeleuchtung erhalten haben wollen. Sind ja auch einige Unterschriften, glaube ich, zusammengekommen, oder? Also es war die erfolgreichste Online-Petition aller Zeiten in Düsseldorf. Mhm. Also für kein anderes Thema gab es mehr Unterschriften von den Düsseldorferinnen und Düsseldorfern. Es sind rund 10.000 Unterschriften zusammengekommen. Das ist eine Menge innerhalb der kurzen Zeit. Es waren ja nur 2 Monate, wo wir gesammelt haben. Mhm. Und das ist ein großartiger Erfolg. Dann Gratulation erstmal dazu. Sie hatten ja auch überlegt, ob Sie verschiedene VIPs der Stadt auf den Gaslaternen vorstellen. Was haben Sie sich dabei gedacht? Das ist eine Idee der Vermarktung, es kann auch andere geben. Ja, es gibt viele kreative Düsseldorfer, beispielsweise Josef Beuys, viele Musiker auch aus Düsseldorf, die dort verewigt werden können, aber auch normale Bürgerinnen und Bürger sollen die Möglichkeit haben, eine Patenschaft für ihre Gasleuchte zu übernehmen und damit eben für den Erhalt auch mitzusorgen. Es wird ja sogar geprüft, einen Antrag zum UNESCO-Weltkulturerbe zu stellen. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Ja, die UNESCO zeichnet ja nicht mehr wie früher Schlösser, Burgen, alte Kirchen aus, sondern zunehmend eben Industriedenkmäler. Und da hätte die Landeshauptstadt Düsseldorf eine gute Chance, mit der Gasbeleuchtung zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt zu werden. Der World Monument Fund, die Instanz, die Fachinstanz für diesen Bereich, hat das gerade erst vorgeschlagen und ich bin im Gespräch mit der Stadtverwaltung, dass wir das anstoßen. Was kostet das denn alles? Ja, pro Gaslaterne, die auf Elektro umgerüstet wird, fallen etwa 10.000 Euro Kosten an. Wenn man das auf die Stadt hochrechnet, wären das bei allen Gasleuchten 150 Millionen Euro. Und wir als FDP treten ja ganz klar für den Erhalt der Schuldenfreiheit hier in Düsseldorf ein. Und deswegen sagen wir, es ist ökonomischer Unsinn, die Gasleuchten umzurüsten. Und der Erhalt, da können wir sogar zusätzlich noch mit verdienen, wenn wir es vernünftig vermarkten. Und dafür kämpfen wir. Die Grünen warnen davor, dass die Glühstrümpfe nach EU-Richtlinien verboten sind. Wie soll denn dieses Problem überhaupt gelöst werden oder ist es überhaupt ein Problem? Das ist kein Problem mehr. Es war zeitweise in der Tat ein Problem, das muss man anerkennen, weil diese Glühstrümpfe eine ganz geringe Menge an Radioaktivität enthalten. Das ist weniger als ein Pfund Kaffee. Mhm. Das Problem war aber nicht der Einsatz der Glühstrümpfe in der Leuchte selber, sondern die Entsorgung. Und dafür wurde jetzt eine Lösung gefunden. Es gibt jetzt eine zertifizierte Entsorgungsmöglichkeit für die Glühstrümpfe. Abonnieren Sie gern unseren Kanal, damit Sie kein Video verpassen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.